Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Ich habe mir das gerade ja nochmal angehört. Was habe ich gesagt? Wie aus einem Frosch eine Prinzessin wird? Was? Heiliger Strohsack, ey. Natürlich ein Prinz, oder? Aus dem Frosch wurde immer nur ein Prinz und keine Prinzessin. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Segel ist schon mal in die richtige Richtung gespannt. Denn da geht es weiter. Ich hoffe jedenfalls, dass es stimmt. Und ab geht die Luzi. Segel muss noch hoch. Und ich habe uns auch noch gar nicht wegsortiert. Wir haben also jetzt einiges zu tun. Huch. Und ich wollte natürlich auch schauen. Oh, hier ist eine Fliege um mich herum. Ja, das passt. Dass das nämlich auch passt. So. Als allererstes trinken. Ah, manchmal, wenn man sich selber hört, ne? Eine spannende Geschichte mit mir. So. Waben. Fangen wir von hier an. Pilze und Beeren. Wo sind sie denn da? Und stopp. Yummy, yummy. Und jetzt kommt noch die Ananas. Die haben wir hier. Und jetzt kommt noch die Rosamelone. Und dann können wir hier nämlich gleich weitermachen mit dem Kraftstoff. Oh, die Fische haben keinen Loot abgegeben. Ach doch, die habe ich unten wegsortiert. Ich Vogel. Ja. Alles gut. Alles gut. So. Das auch noch dahin. So, haben wir für hier oben noch was? Die Rezepte haben wir hier noch. Wir müssen ja heute einiges herstellen, ne? Oh, warte, ich sehe gerade noch Seetang habe ich noch auf der Tasche. So, und alles andere gehört nach unten. Uff. Uff, uff, uff. Was wir zu tun haben. So. So, jetzt erst einmal. Warte mal, hier, gib mir mal die Loot. Die Loot-Geschichte hier. Außer die. Die ist klar. So. Da ist nämlich auch noch ein Bolzen drin. Und Seetang und Glibber. Wo waren wir mit Glibber? Hier. Und auch schon wieder drei Glas gefunden, Leute. Also eigentlich ist es schon nicht schlecht, wenn man auch mal unter Wasser lootet. Ihr wisst ja, wir waren ja in der letzten Folge auf unserer 114. großen Insel. Und rentiert sich immer wieder. So, Leder haben wir auch. Schmutz. So, und jetzt wollte ich noch kurz zum Ton. Machen wir mal so. Und hier Metall. Kommt in diese Kiste. So, jetzt nehmt ihr mal ein bisschen was auf die Tasche. Einmal von hier, aber auch einmal von hier. Und dann schmelzt mal ein bisschen vor dir hin. Weil die Insel, die wir anpeilen, die braucht ja noch ein Momentchen. Ne? Und wir wollten ja in dieser Folge einiges herstellen. Unter anderem Heilsalbe. Und dafür habe ich jetzt schon mal Ton auf der Tasche. Und wir brauchen noch Eier. Wir brauchen immer Eier, Leute. Eier, wir brauchen Eier. So, das kommt wieder rüber. 14 Glipper haben wir hier.
Und in der Zeit können wir noch mal ganz kurz hochgehen zu... Nein, das ist noch nicht fertig. Aber hier... Das können wir schon mal reinschmeißen. Und nachfüllen. So. Und aus dem Rest würde ich gerne eine Heilsalbe machen. Die hier nämlich. So viele Waben haben wir nämlich leider noch nicht. Und die Eier haben nicht gereicht, siehst du? Jetzt müssen wir an unsere Eiervorratskiste. So. Wie viel Heilsalbe habe ich jetzt? 20. So soll es sein. Dann ist das jetzt so. So, Honig wieder auf die Tasche. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und alles wegsortieren. Nicht das, sondern das. So, Seetang kommt auch noch weg. Stopp, ich laufe immer zu schnell. Und trinken müssen wir. Heute habe ich einen Zacken drauf, oder Leute? Heute ist was los. Das ist Routinierung. Routinierung? Gibt es das? Nee, Routine. Routinierung. Oh Gott. Leute, es wird immer schlimmer, je länger ich spiele. Aber unterhaltsam bestimmt, unterhaltsam. So. Also. Metallerz. Wird geschmolzen. Und wenn das fertig ist und das Kupfer, dann können wir uns auch wieder auf andere Dinge konzentrieren. So. So. Mega. 14 Metall. Weg damit. So. Das sind 12, das sind zu wenig. Stopp, hier habe ich doch noch so viel. Hier habe ich doch noch so viel, Leute. Nee, nee, nee. Wir wollen das erstmal alles machen. Und wieder geht's nach oben. Diesmal ist der Honig auch fertig. Und das sind wieder 3. Außer bei dem einen natürlich. Und hier passt es auch mit 370. Wir fahren direkt drauf zu. Das freut mich. Das heißt, wir sehen gleich eigentlich was, wenn es nicht dunkel wäre. Uff. Und wie gesagt, wir haben jetzt einige Eier verbraten. Dann lass uns doch nochmal hier zu den Tierchen gehen. Und dankbar sein. Obwohl, sie zeigen ja ihre Dankbarkeit. Sie sind ja gut versorgt bei uns, ne? Mit Eier legen. Eier. Wir brauchen Eier. Oh, das ist sogar umgekippt. Und das Lustige ist ja, dass wir jetzt finden, wir haben viele Eier. Aber ich denke mal... Ach, guten Tag. Wenn das Update rausgekommen ist und wir auch noch Rezepte mehr bekommen mit zum Beispiel Eiern... dann wird das schon eine Geschichte sein, wo wir dankbar sein können, dass wir überhaupt Vögel haben, ne? Oder Hühner. Sind es eigentlich für euch Vögel oder sind es für euch Hühner? Für mich sind es eigentlich Vögel. Aber eigentlich legen Vögel ja keine Eier. Also nicht so wie Hühner halt. Dauernd und so. So, ihr Lieben, guckt mal, was das für eine Insel ist. Es ist nicht nur unsere 115. große Insel, sondern wir kommen auch direkt zu der Mega-Loot-Stelle. Das heißt, dass wir jetzt gleich bombardiert werden von 2 Fischen, die direkt unter Wasser sind.
Hör auf den Schnaps. Es wird hell. Es ist nicht, es ist schon lustig auch für euch, dass ich zu keiner Mini-Balboa komme, oder? Es ist schon der Witz des Jahres, oder? So, komm. Zieh die Reißleine. Mehr muss ja nicht. So. Schmelzen wir aber noch. Solange es noch nicht richtig hell ist, brauchst du auch nicht runter zu gehen. Und wir haben sowieso noch was zu tun. Werkzeug haben wir noch nicht hergestellt, Mensch. Wollten wir auch noch machen. Noch so ein bisschen rumkruscheln. Kruscheln ist doch auch schön. Gucken, was man herstellen muss. Hat doch auch was. Vor allem, wenn man natürlich alle Materialien vorrätig hat, ne? Und nicht gucken muss, hat man alles? Was braucht man? Lieber nicht oder doch oder vielleicht oder so. Segel mache ich schon mal hoch. Und das geht auch sehr, sehr schnell, ne? Mit dem Kraftstoff. So, das heißt, hier habe ich dann noch einen Kopf gesehen. Den machen wir. Den können wir noch gar nicht reinmachen. Schade. Ich glaube, das geht noch gar nicht, ne? Richtig? Wohl hier vielleicht, ha? Hier passt der rein, ja. Mega. Das heißt, wieder voll machen. Und das war's schon wieder. Alle Eier weg. Ach, was eine Not. So. Boah, krass, ich erinnere mich gerade daran, wie ich das erste Mal so eine große Insel betreten habe, wo ich das auch mit euch zelebriert habe, wo ich gesagt habe, oh, warte, wir warten noch ein bisschen und wir wissen ja noch gar nicht, was da drauf ist. Und man hat so Respekt und so ein bisschen auch Schiss gehabt und dabei war das ja noch damals mit Akro-Ritchie unspektakulärer gewesen. Es gab ja noch gar keine Schweine, soweit ich noch zurückdenken kann. Krass, oder? So, und noch ist auch nichts passiert mit den Tierchen. Es gibt ja diesen schönen Tierbug, dass die Tiere irgendwie sterben und über Bord gehen oder was auch immer. Aber bisher ist nichts passiert. Das finde ich schon mal mega. So. Wir haben ja Zeit. So, hier passt auch alles. Hier war ich schon. Ab zur Schmelze. Jetzt teilen wir es uns wieder auf, oder? Jetzt gehen wir erstmal unter Wasser looten. Und in der nächsten Folge looten wir dann auf der Insel. Die ist jetzt natürlich ein bisschen größer. Von daher ist man dann ja dann schon beschäftigt, ne? So. Mika. Habe ich hier überhaupt noch? Nee, habe ich nichts mehr drin. Das ist sehr gut.
Hier muss jetzt erstmal das ganze Loot raus, weil das da überhaupt nicht reingehört. Aber da ist nichts mehr drin. Okay, sehr gut. Das bedeutet, jetzt als nächstes müssten wir das Kupfer schmelzen. Und obwohl, wir haben ja eigentlich alles an Werkzeugen, ne? Das passt noch. Das ist alles in Ordnung. Wir könnten das hier nochmal neu herstellen. Weil wir jetzt wieder vermehrt tauchen gehen. Und wir können natürlich jetzt hier auch nochmal ein paar mehr Pfeile herstellen. Aber so schlimm ist es ja noch gar nicht, dass wir jetzt rumkruscheln müssen und ganz viel herstellen müssen. Da-di-da-da. La-di-da-dum. Oh, weißt du, was ich jetzt mit euch mache? Wir gehen nicht tauchen, sondern wir kruscheln unten rum. Das mache ich jetzt mit euch. Geil. Wir heben uns sozusagen die große Insel für die nächste Folge auf und dann looten wir sie aber komplett. Und das hier ist auch was Schönes. Guck dir das mal an. Geil. Mega. War schon voll gewesen hier, habt ihr es gesehen? Oh Gott, ich bin voll. Und da lootet man einfach mal da unten rum und dann schon geht's hier ab. So, dann machen wir mal hier das voll damit. Jetzt haben wir wieder das Problem, gell? Mache ich es hier rein. Ich kann mich vom Holz nicht trennen, weil wir brauchen halt für alles irgendwie Holz. Ich will das nicht irgendwie wegschmeißen. Aber ich will auch keine Kisten dafür bauen. Wir werden, wenn das Update rausgekommen ist, werden wir sehr viel Holz brauchen. Dann werden wir dankbar sein, dass wir es uns gebunkert haben. So, das war's. Geil. Juhu. Aber Seile. Oder wir machen noch ein paar mehr Seilkisten. Ne? Vielleicht sind auch 3 zu wenig. Was meint ihr denn? Steine. Und Schrott. Guck mal hier, 14 Schrott alleine nur durch die Netze. Das ist immer so eine geile Geschichte. So, das war klar. Was wollte ich denn jetzt als nächstes? Was haben wir denn hier? So viel Sand haben wir gar nicht. Seetang haben wir halt so mega viel. Das werden wir als nächstes machen. Und dafür werden wir hier... Ach, es ärgert mich so ein bisschen. An alle Monks, ne? Jetzt irgendwo rumkruscheln mit dem Holz ist auch nicht so eine schöne Geschichte. Ich weiß.
Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt Pfeile herstellen? Dafür braucht man ja auch Planken und Metallbarren. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann machen wir doch mal. Machen wir doch mal so ein 20er Stack. Warte, warte, warte. Nehmen wir uns mal hier die ganzen Dinger mit. Und dann gehen wir mal hier zu den Federn. Dann haben wir doch wieder ein bisschen was hergestellt. Und wir sind ein kleines bisschen auch die Planken losgeworden. Wie gesagt, positiv denken. Wie sieht denn das aus? Da brauchen wir ja auch noch so Geschichten, ne? Könnten wir auch machen noch, ne? Warte mal, jetzt müssen wir erstmal wieder Seetang uns greifen und weiter schmelzen. Ja, so kann man auch holzlos werden. Aber gut, das ist ja eine Geschichte. Das ist ja ein Nutzen, ne? Ist ja nicht einfach weggeschmissen, sondern wir machen ja was damit. So, das heißt, einfacher Bogen. Viele machen wir. Seile haben wir auch genug und Bolzen. Seile. So, wunderbar. Der Rest kommt weg. Ach, das ist, ach, das gefällt mir, das Rumkruscheln. So muss das sein. Guck mal hier, wunderbar. Jetzt haben wir da wieder genug. Hiervon haben wir auch genug. Das ist ja manchmal in den Kisten drin. Heilsalbe haben wir auch hergestellt. Was wollte ich noch mit euch machen? Ach, genau. Ich habe euch gehört. Ich habe geschrien gerade wieder. Sauerstoffgerät. Mega. Machen wir Bolzen weg hier. So, wir brauchen leere Flaschen. Und für leere Flaschen braucht man Kunststoff. Das ist sehr gut. Wie viele brauche ich denn? 5 auf alle Fälle. Mach mal 6 Stück. Mach mal 6 Stück und Glibber brauchen wir natürlich noch. Glibber. Glibber. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und wieder ein bisschen Glibber hinzufügen. Und Seile. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Nummer 6. Und dann haben wir wieder schöne Sauerstoffgedönse. Der Rest kommt natürlich wieder hier rein. Und 3 Flossen. Ich würde ja gerne noch eine 4. Flosse machen. Die kann dann auch wieder da rein. Also das heißt, 4 Flossen herstellen. Eine können wir schon mal machen. Komm, die kommt gleich hier hoch. Zack. Und 3 brauchen wir noch. Das heißt, Seetang und Klibber. Seetang. 1. Wir werden das Kunststoff los, Leute. Und die Planken. 2, 3. Also
bisschen immer zurücklaufen. Seetang und Seil. So, das war's, ne? Ja. Mega. So. Das bedeutet, Glibber kommt zurück. Seetang kommt da drauf. Wir schmelzen weiter fleißig ein. Und wir sind jetzt Planken ein bisschen losgeworden. Sinnvoll. Anstatt dass man sie einfach über Bord schmeißt, haben wir wenigstens was damit gemacht. Ne? So, alles burnt. Zack. Und jetzt noch 1, 2, 3. Oh, ich habe 1 zu viel gemacht, gell? Ach, du heiliger Strohsack. Gut, ist ja nicht schlimm. Wir sind ja gleich unter Wasser in der nächsten Folge. Und dann looten wir die 115. große Insel. Und da wollen wir natürlich zu unserer Lieblingslootstelle. Und die liegt ja direkt vor uns. Und dann passt es nämlich auch. Da wird bestimmt wieder eine Flosse leer werden. Und daher ist das auch gar nicht Vergeudung. Die behalten wir jetzt einfach in unserem Inventar. Und dann passt es, wa? So. Wo sind wir zu Hause? Ich weiß es nicht mehr. Zack. Zack. Und zack. Mega. Stopp. Boah, das geht immer ganz schön schnell, ne? Was wir Honig verbraten. Hier das blaue Gold aufsammeln. Okay, Lieben. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, wir werden das alles in der nächsten Folge dann ganz in Ruhe machen. Die große Insel looten. Jetzt waren wir einfach mal wieder produktiv, haben geschmolzen, was wir schon lange nicht mehr in dem Aufwand gemacht haben. Und vielleicht verbirgt sich auf der Insel hier ein besonderes Tier. Diesmal kein Frosch, sondern wirklich der Prinz. Wir werden es sehen. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, einfach letzte Folge anschauen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, we see us. Bleibt gesund, bis dann.